Hallo und herzlich willkommen hier auf Lyrell.de. In diesem Video möchte ich die wichtigen Begriffe der Physik zeigen, also die ersten Begriffe, die man eigentlich mit der Physik in Verbindung bringt, wenn man mit Physik anfängt. Das sind zum einen natürlich die Kraft, das ist sehr grundlegend. Was ist eine Kraft? Eine Kraft wirkt dann auf den Körper, wenn er sich verformt. Also auf den Ball könnte ich zum Beispiel eindrücken, der verformt sich, das ist eine Kraft, die wirkt dann auf diesen Ball. Oder wenn sich die der Bewegungszustand ändert, das heißt, wenn er schneller wird, wenn er langsamer wird etwas, oder wenn es die Richtung ändert, auch das ist eine Bewegungszustandsänderung. Das Ganze hängt also nicht nur von einem Betrag ab, also von einer gewissen Zahl, sondern es hat auch eine Richtung. Deswegen zeichnet man für Kräfte eigentlich immer solche Pfeilchen und die nennt der Physiker Vektoren. Aber was für uns auch wichtig ist zum Aufschreiben, eine Kraft hat das Symbol immer bei uns F. Also nicht K, sondern tatsächlich F. Das Symbol ist F. Jetzt muss man unterscheiden, in der Physik gibt es zum einen das Symbol und es gibt als anderes noch die Einheit. Und ich unterscheide es immer mit zwei Farben jetzt hier. Also die Kraft wäre F und die Einheit wäre N. N für Newton. Das war ein Physiker, nach dem es benannt worden ist. Also wenn ich Kräfte messe, dann messe ich das in Newton. Meistens mit so einer Federkraft, zum Federkraftmesser. Das nächste, was sehr wichtig für uns ist, wäre die Masse. Die Abkürzung für die Masse, das symbolisch ist viel einfacher und naheliegend wäre das einfach das M, und zwar das kleine M meistens. Und die Einheit kennt eigentlich auch jeder, das ist normalerweise das Kilogramm. Oder man teilt alles durch 1000 und gibt es dann in Gramm an. Masse ist jetzt nicht das, was ihr als Gewicht oftmals kennt. Ihr steht auf einer Waage, die Waage zeigt euch euer Gewicht an, aber ihr messt da eigentlich nicht eure Masse, sondern eigentlich messt ihr die Gewichtskraft. Das heißt, Masse ist was anderes. Wenn ihr auf dem Mond auf die gleiche Waage steht, dann zeigt sie euch weniger Gewicht an. Ihr habt aber nicht an Masse verloren, sondern die Gewichtskraft ist geringer. Und warum ist die Gewichtskraft geringer? Na, es gibt sowas, das nennt sich Ortsfaktor. Den Ortsfaktor nennt man im Allgemeinen klein g und die Einheit wäre da Newton durch Kilogramm. Und dieser Ortsfaktor, der sagt uns, wie ich die Gewichtskraft, also das, was wir eigentlich mit einer Waage messen, berechnen kann. Und zwar gilt einfach die Gewichtskraft groß g ist m mal klein g, also mal der Ortsfaktor. Dieser Ortsfaktor hängt wirklich auch vom Ort ab, wo man ist. Der ist nicht mal auf der Welt überall gleich, sondern für uns hier in Süddeutschland ist er ca. 9,81. Aber auf dem Mond ist er zum Beispiel ein Sechstel von dem ganzen Wert. Und für jeden anderen Planet oder selbst auf der Erde weicht das voneinander ab. Das heißt, die Waage würde für die gleiche Masse was Unterschiedliches anzeigen. Somit stellt sich jetzt die Frage, wie kann ich eigentlich Massen messen? Wir können Massen einfach vergleichen. Wir nehmen einfach diesen Balkenwagen, die einfach austarieren und da kann man immer feststellen, ob die Massen gleich sind und damit kann man das Ganze dann durchziehen. Also aufpassen, Masse ist nicht das Gewicht. Das Gewicht, was wir kennen, ist eigentlich die Gewichtskraft. Dann kennen wir noch den Begriff der Dichte. Dafür gibt es jetzt ein griechisches Symbol, das Rho. Also so ein Kringel und noch ein Haken dran. Und hier wäre die Einheit, da gibt es zwei, die man recht oft benutzt, die eigentlich gleich sind. Einmal wäre es Gramm je Kubikzentimeter, also Zentimeter hoch 3. Wir teilen also eine Masse durch ein Volumen. Oder, und das ist das gleiche, Kilogramm durch Dezimeter hoch 3, also Kubikdezimeter. Könnt ihr nachrechnen, das stimmt natürlich genau das Gleiche. Das hier ist schon Faktor 1000 größer und da auch der Faktor 1000 kürzt sich genau weg. Um sowas zu berechnen, messe ich einfach die Masse und teile durch das Volumen. Am einfachsten ist sowas bei Würfeln, da messe ich einfach eine Kante und kann das Volumen direkt berechnen. Die Dichte gibt an, wie dicht ein Stoff ist, das heißt, wenn von Wasser zum Beispiel ist die Dichte 1 Gramm je Kubikzentimeter in etwa. Und wenn ich jetzt dann Dinge habe, die eine geringere Dichte haben, dann schwimmen die im Wasser. Haben sie eine schwere Dichte, dann versinken die im Wasser. Die Dichte gibt es auch noch in anderen Bereichen, nicht nur hier die Massendichte, aber das
werde dann in der Zeit der Physik merken. Auch ein sehr zentraler Begriff der Physik ist die Energie, besser gesagt oftmals auch Arbeit. Was versteckt sich da dahinter? Das Zeichen wäre W für Arbeit bleibt Energie. Oftmals nimmt man für Energie auch ein E. Das W ist gebräuchlicher für die Arbeit. Kann man beides benutzen und das Symbol ist meistens das, was wir als Joule kennen, das ist also ein J, ist die Einheit, oder manche geben es oft auch mal mit Newton mal Meter an. Wie kommt man auf das? Naja, die Arbeit W ist einfach definiert als F mal S. F ist die Kraft, die entlang einer Strecke, dass sich das etwas bewegt, einfach wirkt. Da kann ich F mal S, also Kraft mal Weg, Arbeit ist Kraft mal Weg berechnen. Das heißt, ich verrichte Arbeit, wenn ich zum Beispiel von hier einen Stuhl 10 Meter weiter weg schiebe oder trage, verrichte ich die Arbeit, den darüber zu tragen mit der Kraft und die Strecke, Kraft mal Strecke. Jetzt ist aber, das merkt ihr selber, ein Unterschied, ob ich das langsam oder schnell tue, aber die Arbeit bleibt gleich. Und deswegen gibt es noch einen weiteren Begriff, das wäre der Begriff der Leistung. Und das Zeichen, das Symbol für Leistung ist P. Die Formel zum Ausrechnen wäre einfach Arbeit je Zeit, also Leistung ist W durch T. Aufpassen, W ist nicht Watt, was zufälligerweise jetzt gerade die Einheit von unserer Leistung wäre, sondern es meint tatsächlich also unsere Arbeit oder Energie durch die Zeit. Also Arbeit, je Zeit. Umso schneller ich also meinen Stuhl transportiere, umso mehr Leistung bringe ich, umso langsamer ich es mache, umso weniger Leistung erbringe ich. Also Arbeit ist einfach Arbeit, je Zeit. Das wäre dann die Leistung. Ihr müsst also bei solchen Dingen hier immer aufpassen, dass ihr unterscheidet zwischen Symbolen, das was ich schwarz geschrieben habe, also F, M, G, Rho, und zwischen den Einheiten. Das ist nämlich so, dass euch das Einheiten rechnen, wenn ihr müsst in der Physik immer mit Einheiten rechnen und ihr könnt dann erkennen, also zum Beispiel, wenn wir hier uns das anschauen, G in dem Fall, die Gewichtskraft ist Masse mal der Ortsfaktor G. Wenn ich jetzt das alles mit Einheiten ausrechne, wir sagen mal, wir haben einen Gegenstand mit einer Masse von, einfach halt haben wir mal 100 Kilogramm und ich möchte jetzt wissen, was auf diesen Sack mit 100 Kilogramm Getreide für eine Gewichtskraft wirkt, dann kann ich das ausrechnen mit, ich muss jetzt einfach nur noch diese Masse multiplizieren mit unserem Ortsfaktor, also das wäre für uns hier 9,81 und die Einheit war Newton durch Kilogramm. So, wenn ihr das ausrechnet, dann seht ihr, dass sich Kilogramm wegkürzt und ihr bekommt als Einheit Newton. Genau das ist, G ist eine Kraft, die Gewichtskraft sollte die Einheit Newton haben, also stimmt zumindest die Formel, die wir angewendet haben. Es muss von Einheiten also hier auch nur stimmen. Hätte ich jetzt hier irgendwas anderes rausbekommen, wie Joule oder Sekunden, wie man die Zeit angibt, dann hätten wir feststellen müssen, dass irgendwas mit der Formel nicht stimmen kann. Deswegen rechnet meistens mit den Einheiten. Das gibt euch eine zusätzliche Sicherheit und unterscheidet immer gut zwischen Einheiten und Symbol. Gerade hier bei dem W ist das sehr gefährlich, genauso wie S steht für Strecken. Aber S ist auch die Einheit der Zeit, also die Sekunde. Immer da gewaltig aufpassen und nicht beides gleichzeitig vermischen. Also entweder ihr habt die Symbole drin oder ihr habt die Einheiten drin. Gebt da einfach ein bisschen Acht drauf. Nun, schön, dass ihr hereingeschaut habt. Schaut auch mal wieder bei uns auf www.lyrella.de oder verfolgt uns bei Facebook.